Die erste große Wahrheit, die du annehmen musst und verstehen musst, ist, dass neu erstellte Karteikarten spätestens am darauffolgenden Tag dir erstmals wieder vorgelegt und wiederholt werden müssen. Wenn du jetzt mit einer digitalen Lösung arbeitest, mit einer App oder mit einer Software, dann wird Anki, Repetico, Brainio und wie sie alle heißen, die werden das auch für dich machen. Ja, solltest du jetzt mit analogen Karteikarten arbeiten, wie ich das regelmäßig empfehle, dann musst du spätestens am nächsten Tag die Karten wieder rausholen und dir erneut vorlegen und am bestenfalls auch richtig beantworten. Und das musst du machen anhand von aktiver Abfrage oder aktiven Abrufs. Das heißt einfach, dass du dir nicht einfach nur die Rückseite, die Antwortseite von deiner Karteikarte nochmal durchlesen darfst und dann sagen, ja gut, habe ich jetzt wiederholt.